So, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar möchte ich euch mal wieder fünf Bücher von meinem Sub vorstellen. Ich werde nicht so viel zu den Büchern sagen können, weil ich teilweise schon gar nicht weiß, worum es geht. Aber alles, was mir halt noch so dazu einfällt, werde ich mal erzählen. Und wir fangen gleich. Achso, das sind meistens Young Adult Bücher, Dystopien und sowas. Da habe ich irgendwie eine Menge, eine Menge umgelesen. Den ersten Band, den ich hier habe, ist Die Dämonenfängerin von Jana Oliver. Und ja, das ist im Fischer Jugendbuchverlag erschienen. Das ist der erste Band, ich glaube, einer vierbändigen Reihe. Soweit ich weiß, gab es da vier Bände von. Nach dem ersten Band gab es aber auch einen Coverwechsel. Danach werden die Bände dunkel, also die sind dann mehr so schwarz. Ja, also ich schätze mal, es geht mal so in Richtung Buffy. Ich weiß nicht. Also das Mädel wird wahrscheinlich wie Dämonen jagen, nehme ich mal an. Finde ich von der Thematik halt sehr gut. Habe ich auch mal irgendwo günstig gekriegt, den Band, und wollte unbedingt mal reinlesen. Habe ich auch ein bisschen noch nicht geschafft. Also ist auch ein bisschen länger auf meinem Sub. Ihr könnt aber gerne mal in die Kommentare schreiben, ob die Reihe sehr gut sein soll oder nicht und ob ich sie jetzt unbedingt mal lesen muss. Dann noch ein wunderschönes Buch, und zwar Sternenfeuer: Gefährliche Lüge von Amy Kathleen Ryan. Das ist noch im Pan Verlag erschienen. Den Verlag gibt es ja leider nicht mehr, deswegen gab es die Bücher auch teilweise immer sehr günstig. Habe ich noch so ein paar von. Hört sich an so ein bisschen wie Dystopie, Science Fiction, Jugendbuch. Es gibt auf jeden Fall noch einen zweiten Band und die Reihe wurde, glaube ich, bei Knauer. Weiß ich genau. Wenn es mir noch einfällt, schreibe ich es hin. Weitergeführt. Ich weiß nicht, ob es jetzt komplett abgeschlossen ist oder nicht mit zwei Bänden. Aber auf jeden Fall, ja, ist die, soweit ich weiß, noch nicht abgebrochen. Ich hoffe es zumindest. Aber das Cover ist auf jeden Fall wunderschön. Ebenfalls eine Dystopie, würde ich sagen. Dustlands von Moira Young. Das ist der erste Band einer entweder Trilogie oder vierbändigen Reihe. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Soll halt Jugendbuch Dystopie sein, halt so ein bisschen. Also, soweit ich weiß, ist wird die Oberfläche der Erde, glaube ich, irgendwie zerstört, weil es nur noch Wüste ist und die Bevölkerung lebt unter der Erde. Ich weiß nicht, in irgendwelchen Kuppeln. Leider war der Klappentext auch nicht sehr informativ. Da gab es auf jeden Fall, glaube ich, auch mal irgendwie so einen Coverwechsel, soweit ich weiß. Deswegen gab es die Hardcover irgendwie recht günstig. Dann habe ich noch auf folgendem Band auf meinem Sub. Ja, der Kinderdieb von Brom. Das soll irgendwie so eine etwas düstere Peter Pan Nacherzählung, Neuerzählung sein. Das ist auch nur ein Band. Habe ich mich bislang noch nicht ran getraut, ehrlich gesagt. Also ich weiß ja nicht. Ich lese ja eigentlich gerne so Märchen, Neuerzählung etc. Hier weiß ich halt noch nicht so genau. Also, wenn ihr da irgendwie was sagen könnt dazu, immer her mit eurer Meinung. Ach, da sind übrigens auch wunderschöne farbige Illustrationen drin, die ich leider nicht zeigen darf. Wurde mir jetzt abgewöhnt, in Büchern zu zeigen. So, dann haben wir noch einen schönen ersten Band einer Trilogie, und zwar Vision, das Zeichen der Liebenden von Ana und Lonzo und einen Namen, den ich überhaupt nicht aussprechen kann. Yavia Pelegrin. So oder so ähnlich. Das ist auch eine Trilogie, die ist auch, glaube ich, noch oder schon mal auf jeden Fall bei Avelga. Geht so ein bisschen irgendwie ja, um ein Mädel, das, ich weiß nicht, ob die Vision hat, aber auf jeden Fall hat sie auch so ein spezielles Tattoo und weil sie auch nicht hier Seelenverwandter, glaube ich, auch. Irgendwie sowas. Ja, also Urban Fantasy soll es sein. Jugendbuch. Ich bin gespannt. So, das waren mal fünf Bücher von meinem Sub. Ich habe gedacht, ich mache da mal irgendwie so eine Reihe raus, weil mein Sub ist gigantisch. Keine Ahnung, wenn man im Bücherregal Videos gesehen hat, der weiß, dass das sehr viele Bücher habe. Und dann möchte ich mir auch gerne mal so fünf Stück vorstellen, wie es interessiert. Möchte, wenn jemand ein Buch davon auch auf seinem Sub hat und mit mir lesen möchte, oder wenn er das schon gelesen hat und mir eine Empfehlung in die Kommentare geben möchte, immer her damit. Da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen.
Dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Video.